to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Ich habe in den letzten Tagen kein Video gemacht, weil ich erstmal noch einiges zu verarbeiten hatte. Dann habe ich eine Webseite gemacht und ein Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen, in der Hoffnung, dass da irgendetwas passiert, dass ich vielleicht auch einfach mal einen Grund habe, ein bisschen aktiver zu werden, was Kunst angeht, und auch in der Hoffnung, dass ihr vielleicht Interesse daran zeigt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Links findet ihr in der Beschreibung, was ich schon in Englisch gemacht habe. In einem früheren Video mache ich jetzt auch in Deutsch für euch. Und zwar, was für mich Gott bedeutet. Also ich fange mal in meiner Kindheit an. Also ich habe als Kind schon geglaubt, aber durch die sehr dogmatische Haltung meiner Familie mütterlicherseits und auch zum Teil väterlicherseits konnte ich eben mit dem Namen Gott erstmal überhaupt nichts anfangen und habe deswegen einfach gesagt für mich und zu meinen Eltern, ich glaube nicht an Gott, sondern ich glaube an die Natur. Und ich glaube daran, dass die Natur, also Mutter Natur oder so, je nachdem wie man sie nennen möchte, von manchen auch der Heilige Geist genannt, Teil der heiligen Dreifaltigkeit. Und ich habe selbst damals gesagt, ich glaube nur an die Natur, ich glaube nicht an Gott. Natürlich ein bisschen schockierend für meine Großeltern, aber es ist halt für mich immer die Wahrheit gewesen. Ich habe das so gefühlt in mir und für mich war das halt immer so. Ja, ich kam dann irgendwann dazu, dass ich auch die Erde als Gaia bezeichnet habe und so weiter. Das war schon mit 14, 15 so. Ich habe nach und nach für mich das entdeckt und habe auch schon immer daran geglaubt, dass es noch mehr gibt als das, was wir eingebläut bekommen haben durch das Fernsehen. Ich habe als Kind sehr viel Fernsehen gesehen, viele Sendungen geguckt und habe dadurch natürlich auch gemerkt, dass da irgendwie versucht wurde, immer einen einzutrichtern, dass es sowas wie Dinge, die wir nicht sehen können, überhaupt nicht gibt. Und das ist ja eigentlich von Grund auf falsch. Ja, als ich älter wurde, habe ich natürlich auch mehr dazu gelesen und habe irgendwann herausgefunden, dass es für mich auch herausgefunden, dass es Gott doch gibt. Und dazu kam ich darüber, dass ich eben auch mit meinen Engeln in Kontakt kam. Und zwar habe ich angefangen, Skateboard zu fahren, auch schon mal zu schnell einen Berg runtergefahren im Westerwald, wo ja viele steile Berge auch sind. Und ja, kam dann einmal in eine Situation, in der ich eigentlich hätte sterben können. Und ich hatte aber, während ich vom Skateboard geflogen bin, mit ca. 60 bis 80 Kilometern pro Stunde, das weiß ich so genau, weil an einem verregneten Tag ein Nachbar neben mir gefahren ist mit einem Twingo, wo man eben ganz groß die Stundenkilometeranzahl sehen konnte. Und an diesem verregneten Tag war ich natürlich langsamer, als ich sonst gefahren bin. Damals mit meinem ersten Longboard. Und ja, an dem Tag war es halt trocken und sonnig und ich habe einfach ein bisschen früher auch laufen lassen und dadurch bin ich halt viel schneller geworden, als ich eigentlich hätte sein dürfen, und hatte auch keinerlei Jacke oder irgendwas an zum Aufspannen, um mir Windwiderstand zu holen, wie ich das meistens gemacht habe. Das alles war wahrscheinlich, weil ich ein halbes Bier getrunken hatte vorher und das war nicht so gut. Das war, glaube ich, als ich 15 war. Ja, jedenfalls bin ich dann ins Schlackern gekommen und mein Skateboard ist mir einfach unter den Füßen weggeschleudert und ich hing da so quer in der Luft. Und während ich da so quer in der Luft hing, mir kam das wie eine Ewigkeit vor, fast hatte ich das Gefühl, dass mir irgendetwas Bewegung eingibt, die ich machen muss, um mich zu schützen, weil ich bin mit den Händen und dem Kopf nach vorne geflogen und nicht viel Chancen. Jedenfalls
wurde ich geleitet, hatte ich das Gefühl, von Engelshand meine Hände nach vorne ausgestreckt zu halten und habe mich dann mit den Händen vorne erstmal abgefangen. Habe es dann irgendwie geschafft, über die linke Seite nach den Füßen nach vorne zu rutschen, weil ich bin dann über die Straße gerutscht. Ich habe mir auch die ganzen Handteller beide aufgeschraubt. Komplett hier und hier war alles auf, an den Handbeinen. Habe es aber echt relativ unbeschadet dann doch noch überstanden, weil ich irgendwie von hinten über die Hose gerutscht bin. Dabei habe ich mir die ganze Hose aufgerissen und dann habe ich meine Füße, weil die waren ja dann wieder nach vorne zum Glück, in Rutschrichtung, ich war immer noch sehr schnell unterwegs, in den Asphalt gerammt und bin dadurch wieder aufrecht gekommen, weil ich so eine Körperspannung hatte, dass ich senkrecht quasi kam dadurch, wie in einem Comicfilm fast. Und ja, und daraufhin war ich immer noch so schnell, dass ich beinahe wieder nach vorne auf die Fresse geflogen bin, weil es mir die Füße immer noch weggerissen hat. Aber ich habe es dann geschafft, mich mit drei riesigen Sprüngen zu retten und konnte dann gerade so ausrennen, ohne nochmal nach vorne zu fliegen. Mein Skateboard lag dann irgendwie circa 50 bis 100 Meter weiter hinten die Straße hoch. Ja, also das war schon sehr heftig und seitdem habe ich auf jeden Fall fest an Engel geglaubt und das hat mich dann auch wieder zurückgebracht dazu, zu glauben, dass es sowas wie einen Gott auch gibt. Also diesen männlichen Gott und nicht nur die Mutter Natur. Später habe ich dann entdeckt, dass die heilige Dreifaltigkeit ja bedeutet, dass es Gott Vater, die göttliche Mutter, der heilige Geist und natürlich den göttlichen Sohn oder die Töchter und Söhne Gottes auch gibt, was dann die dreieinige Faltigkeit ist. Und alles drei gehört natürlich zu Gott. So, jetzt ist Gott natürlich ein Name, der sehr widersprüchlich, ja, teilweise auch negativ angesehen wird, weil die Menschen ja irgendwie auch Gott für ihre Probleme verantwortlich machen. Oder eben sagen, Gott sollte irgendwie ihre Probleme für sie lösen, ohne dass sie selbst etwas dafür tun müssen. Und das ist natürlich, funktioniert natürlich nicht. Und gerade auch Satanisten neigen ja sehr dazu, auch zu sagen, Gott ist scheiße. Weil die glauben oft an Gott, aber sie sagen, Gott ist scheiße, weil Gott kümmert sich ja nicht darum, dass alles gut wird. Deswegen kann Gott ja nicht gut sein, aber es ist nicht wahr. Ja, also Gott ist ja nur ein Name, das heißt, du kannst es auch kosmisches Bewusstsein nennen, du kannst es auch selbst versuchen wahrzunehmen in der Meditation, was ich auch schon praktiziert habe und auch öfter praktiziere. Und ich konzentriere mich auch regelmäßig auf Gott und das hilft mir eben dabei, mal wieder wahrzunehmen. Und auch in der Zeit, wo ich selbst vom Weg abgekommen bin, gedacht habe, Gott hilft mir nicht mehr oder so, habe ich gebetet zu Gott, Mann, verdammt, warum, also warum hilfst du mir nicht? Zeig doch mal wenigstens, dass du noch da bist, dass du für mich da bist und mir hilfst. Und da habe ich, ja, ich bin ohne Geld Zug gefahren, ich wusste nicht, wie ich da ankommen sollte. Habe dann zufälligerweise auf der Hinfahrt jemanden getroffen, der mich auf ein Wochenendticket mitgenommen hat. Dann hat er mich noch eingeladen, bei sich zu übernachten. Und das habe ich dann auch angenommen, das Angebot, nachdem es halt so geregnet hat, dass ich kein Zelt aufbauen konnte. Ich konnte da nicht übernachten, weil die war in der Klinik und ich hatte kein Geld für das Hotel. Es war nicht ganz in dem Dorf, in der Stadt, wo die Klinik war. Und dann bin ich weitergelaufen und weil ich so früh unterwegs war, der musste mich früh rausschmeißen, weil da noch irgendjemand von irgendeinem Amt kam. Dann bin ich auf so eine Burg gegangen, hab da erstmal Yoga gemacht und meditiert und dann kam da eine Chinesin, eine Thailänderin, also irgendeine Asiatin und die hat mich gesehen, als sie ist weggefahren, als sie wiederkam, hat sie gesagt, hier, wenn du willst, dann kannst du hier dich waschen auf die Toilette gehen, hat mir die Toilette gezeigt, das war so eine kleine Gaststätte und danach hat die mir auch noch ein Frühstück gemacht. Die hat das wohl gesehen, dass ich meditiert habe und wollte mir dann helfen. Der zweite Typ, der mich aufs Wochenendticket mitgenommen hat, war auch übrigens Muslime und war
also hat an Allah geglaubt und ich habe mich mit dem auch längere Zeit unterhalten darüber und wir waren uns da auch in vielen Punkten einig und es war schon klasse. Und dann auf dem Rückweg dann hatte ich kein Geld mehr und kam schon wieder nicht weiter und dann bin ich halt auch wieder auf gut Glück Zug gefahren und ja, auf jeden Fall. Als ich im Zug gesessen habe, habe ich den einen, habe ich mit so einem Mann im Vierersitz gesessen und ich sagte so zu dem, ja, können Sie mal auf meine Tasche aufpassen, ich will gucken, ob ein Schaffner drin ist. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Schaffner drin ist und kam zurück und dann hat er gemeint, hey, mach dir keine Sorgen, deswegen brauchst dich nicht zu verstecken, ich habe ein Wochenendticket. Und ja, das war halt klasse und der war halt auch Muslim und hat an Allah geglaubt und auch es war wieder ein sehr gutes Gespräch und ja, und ich bin auch noch sicher wieder zurück nach Koblenz gekommen. Und das war halt klasse, also ja, damit würde ich sagen, das war halt so die direkte Antwort auch auf das, was ich in dem Moment, wo ich dieses Stoßgebet gesendet habe, warum Gott mich nicht mehr unterstützt bei den ganzen Schwierigkeiten, oder dass er das doch mal zeigen soll, bitte, kam ja auch direkt eine Antwort zurück, intuitiv, die mir gesagt hat, dass das nicht so wäre. Und an dem Wochenende ist es mir dann auch nochmal indirekt bewiesen worden durch Menschen, die selbst an Gott glauben. Und meine Einstellung dazu ist halt auch, es gibt nur einen Gott, ja, ob man den jetzt Allah nennt oder Om oder das kosmische Bewusstsein oder Shalom oder Amen, ja, das sind halt nur Namen und es kommt auf jeden selbst an, aber es gibt eben nur ein Bewusstsein. Das beinhaltet alle Aspekte, die wir kennen, auch diese Hindu-Gottheiten und so weiter, das sind alles Aspekte und ja, Gott hat ja, man soll sich ja von Gott kein Bild machen und ja, und deswegen ist es eigentlich auch Schwachsinn, den als Persönlichkeit zu betrachten. Aber meine Erfahrung ist auch, dass man Gott auch einfach als Freund betrachten kann, der eben für einen da ist, wenn alle anderen nicht für einen da sind. Wenn man wirklich denkt, es ist noch nicht mal ein einziger Mensch für einen da, ist Gott immer noch für einen da. Und das ist halt der Hammer. So, das ist meine Erfahrung dazu. Und so lebe ich das auch. Ja, als ich 16 war, habe ich dann eine Eingebung gehabt. Einmal kurz vorm Schlafen, so in diesem Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachsein, hatte ich so eine Eingebung. Und dann bin ich extra nochmal aufgestanden und habe das dann direkt aufgeschrieben, weil ich das so genial fand. Und das ist dieses Prinzip hier. Und das erklärt den Zusammenhang von Gott und allem und der Materie. Normalerweise Gott. Und Gott ist ja eigentlich wie überall beschrieben, unendlich gütig und eben Gott ist im Prinzip die Liebe, die Liebe in allem. Ja? Und diese Liebe, das ist, also die Liebe selbst ist ja wie eine Welle auf der anderen Seite, Liebe und Welle, ja, also ich lese es mal komplett vor, der Kreis ist Gott, ist Liebe, ist Leben, ist alles, ist eine Kugel, ist eine Welle, ist Licht, ist nichts. Ich kann nicht nur sagen, dass Gott Liebe ist, sondern man kann das alles auch über Kreuz. Gott ist eben zum Beispiel die Vollkommenheit in allem. Und was ist auch noch vollkommen? Und zwar auf der gegenüberliegenden Seite eine Kugel. Also ist Gott auch eine Kugel. Ja, und diese Kugel ist vollkommen, weil eine Kugel hat ja eine vollkommene Form. Ne? Und ist damit göttlich. So, und die Liebe ist das, was die Menschen zusammenbringt und woraus die Schöpfung besteht oder entstanden ist auch. Gott hat das alles mit Liebe geschaffen und auch wir schaffen mit Liebe
es sogar einen neuen Menschen hier auf der Erde zu inkarnieren. Das ist, was passiert, wenn wir ein Kind zeugen. Und die Liebe ist wie eine Welle. Sie kommt und geht und steigt an und nimmt wieder ab. Und somit wird die Liebe zum Leben. Das Leben ist überall vorhanden. Wir können mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen, dass alles vibriert. Und durch die Quantenphysik konnten wir auch schon nachweisen, dass alles ein Bewusstsein hat. Und somit ist auch selbst die härteste Materie lebendig. Alles ist lebendig und lebt. Und ja, deswegen ist das Leben eben auch alles. Ja, also Gott ist die Liebe, ist das Leben, ist alles. Und alles ist ja alles, also wirklich nichts ist davon ausgeschlossen, selbst das Nichts nicht. Sehr witziges Paradoxon, kann man sich auch mal ein paar Gedanken drüber machen. Ist dann alles eine Kugel und alles ist deswegen eine Kugel, weil ja alles aus Teilchen besteht und diese Teilchen haben Kugelform. Genauso wie der Planet im Prinzip so grob mal eine Kugelform hat, zumindest die Sphäre von Luft drumherum, die ist auf jeden Fall kugelförmig. Und ja, beziehungsweise torusförmig, aber wie auch immer man das betrachtet, es ist eine Kugel. Auf die eine oder andere Art und Weise, es hat die Struktur und die Eigenschaften einer Kugel. Alle Atome bestehen aus Kugeln und Teilchen und die bestehen wiederum aus mehr kleineren Teilchen und so weiter. Ja, wer sich da mit Teilchenphysik beschäftigt, der weiß das natürlich. Und man kann das also im Kleinen wie im Großen sehen. Wir kreisen ja auch um eine Art Kugel, die Sonne, die wiederum um eine größere Sonne kreist, die wiederum irgendwann um das Zentrum der Galaxis kreist, das sicherlich auch irgendwas mit einer Kugel zu tun hat. Und vielleicht ist auch das gesamte Universum eine riesige Kugel, wie in Man in Black schon mal gezeigt, wer den gesehen hat, der erste. Da ist unsere Galaxie ja in einer Murmel, beziehungsweise es gibt da eine Mini-Galaxie, die auch in einer Murmel existiert. Und das ist schon witzig, auf jeden Fall. Genau, eine Kugel ist eine Welle, ja, also alles ist eine Kugel, ist eine Welle. Und eine Welle wiederum, habe ich ja eben schon gesagt, wie die Liebe, alles schwingt. Das ist eine Vibration, Good Vibration, Rastafari. Positive Vibration, yeah, positive. Sowas in der Art halt, auf jeden Fall, je nachdem wie schnell etwas schwingt, je schneller die Wellenbewegung ist, je weniger fest ist die Materie und was am schnellsten schwingt, ist Licht. Und Licht ist auch der Übergang zwischen der Materie, also von der Materie zur nicht-materiellen Schwingung. Ne? Lichtteilchen kann man sowohl als Welle als auch als Teilchen messen. Ne? Wieder Teilchen in Quantenphysik. Und wiederum diese Welle ist dann ja eigentlich auch schon fast nichts. Und nichts ist auch Gott. Damit schließt sich der Kreis. Also Gott ist die Liebe, ist das Leben, ist alles, ist eine Kugel, ist eine Welle, ist Licht, ist nichts. Eigentlich auch der Ursprung allen Seins. Am Anfang war das Licht. Ja, das erste Wort war bei Gott. Und das ist die Urschwingung, ne? Und aus dieser Urschwingung ist das Licht entstanden und das Licht ist halt auch der Übergang zur Materie, das heißt, das Licht hat sich immer weiter kondensiert, diese Urschwingung hat sich immer weiter kondensiert, das göttliche Licht im Prinzip hat sich als physisches Licht und dann auch zur Materie runter kondensiert und dadurch sind wir überhaupt in so einer materiellen, festen Welt gelandet irgendwann. Und jetzt geht der Prozess halt wieder in die andere Richtung. Beziehungsweise er geht immer wieder auch in beide Richtungen. So, und alles ist nichts, beziehungsweise das Licht ist nichts. Ne? Aber das Licht steht auch gegenüber dem Leben in diesem Kreis. Ja? Das heißt, das Leben
ist auch das Licht, und das hat man auch schon nachgewiesen, indem man zum Beispiel ein Blatt unter einem sehr empfindlichen Kamera fotografiert hat in der Dunkelheit, und dadurch konnte man feststellen, dass das Blatt ein Eigenleuchten hat durch seine Lebendigkeit. Und als man dem Blatt ein Stück abgeschnitten hat, war das Blatt immer noch komplett. Das heißt, die Matrix des Lichtes, aus der das Blatt besteht, bleibt erhalten, auch wenn ein Teil des physischen Blattes, also ein Baumblatt, jetzt fehlt. Ja? Zumindest eine Zeit lang, bis es dann abgestorben ist und sich das manifestiert hat, weil eben der physische Teil dann weg ist. Ne? Beziehungsweise das Licht, das geht ja nicht verloren. Nichts geht verloren, keine Energie geht verloren, es verwandelt sich dann nur. Und ja, jedenfalls ist das eben auch der Beweis dafür, dass alles aus Licht besteht. Und um diesen Kreis jetzt zu schließen, ist alles nichts, also nichts steht gegenüber von allem, ist ja klar, sind ja auch Gegenteile. Und es ist ganz einfach zu erklären, dass alles nichts ist, wenn man einfach nur mal betrachtet, wie unser Universum aufgebaut ist nochmal. Und zwar die Atome, die bestehen ja aus quasi einer Art imaginären Atomhülle, die unendlich dünn ist, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und innerhalb dieses Atoms gibt es einen Atomkern und Elektronen, Neutronen und so weiter, die eben um diesen Atomkern kreisen. Ne? Und dieser Atomkern hätte jetzt zum Beispiel die Größe eines Tennisballs oder eines Basketballs, und darum herum fliegt in circa 1 Kilometer Entfernung ein Basketball oder ein Tennisball drumherum. Ja, und wird eben in der Umlaufbahn gehalten. Und das heißt eigentlich, dass innerhalb dieser Atomhülle unendlich viel Platz ist wiederum. Und diese Teilchen, also der Atomkern und auch das Elektron, bestehen ja auch aus noch kleineren Teilchen, haben im Prinzip auch nur eine dünne Hülle, die eigentlich fast nicht vorhanden ist. Und die bestehen aus noch kleineren Teilchen und so weiter. Und da ist auch wieder so viel Platz dazwischen und immer mehr Raum. Das heißt, der Raum ist unendlich gefüllt mit nichts. Das heißt, Nicht-Existenz. Damit ist im Prinzip auch klar, dass die gesamte Schöpfung nicht existent ist. Ja? Und damit ist Gott natürlich auch nicht existent, könnte man jetzt sagen. Aber das ist eben der Trugschluss, dem Satanisten so gerne anheimfallen, oder Atheisten. Ja? Die Wahrheit ist, Gott ist sehr wohl existent, und zwar auch jenseits dieser Schöpfung. Und das ist nämlich das, was kaum einer versteht. Allerdings habe ich das auf die Weise verstanden, dass Gott einfach alles durchdringt. Vor allen Dingen diesen leeren Raum, der ja überall so viel ist. Das alles ist Gott. Alles, was nicht etwas ist, ist Gott, sozusagen. Und da das überall ist und alles ist, ist auch alles Gott. Und damit schließt sich der Kreis. Ja, ich glaube, das ist leicht zu verstehen gewesen. Hoffentlich. Vielleicht für den einen oder anderen etwas schwerer. Ich habe jetzt für die nächsten Tage, ab dem 1. Dezember, für euch eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich dachte mir, dass es auch ganz gut wäre, eine Art Kalender zu machen. Und zwar ein Meditationskalender, beziehungsweise einen Adventskalender für die Kinder Gottes, wenn ihr euch so seht. Dann lade ich euch ein, regelmäßig die Adventskalendertürchen zu öffnen und im Anschluss zu meditieren. Das könnt ihr vielleicht zum Abschluss des Tages tun, wenn ihr das möchtet. Ich werde das jedenfalls immer gegen Abend freischalten, das jeweilige Video, und euch dazu gesellen. Ich zeige euch jetzt mal kurz eine Meditationstechnik, die ihr anwenden könnt, wenn ihr wollt, falls ihr keine eigene habt oder eine ausprobieren wollt, die ich gelernt habe. Eine Friedensmeditation, ein Motto für euch. Also zum einen möchte ich euch zeigen, wie man das Om singt. Ich habe das selbst so gelernt, ich gebe das so weiter, wie ich es gelernt habe. Und ich habe selbst den Effekt durch eigene Erfahrung auch gespürt, von daher
kann ich euch das nur empfehlen. Also circa schulterbreit hinstellen, die Hände so schließen, Daumen nach innen, auf die unterste Kante des Brustkorbs legen, wo ihr eure Rippen fühlen könnt hier. Da halten die meistens von selber schon. Also kann es ohne Anstrengung gehalten werden. Dann einfach ausatmen, tief einatmen und weit öffnen. Zunge gegen den Gaumen zuletzt, den Mund langsam schließen. Und die Bewegung über das Au, Au. Okay. Einfach fließen lassen und versucht es dabei zu spüren, wie das anfangs in den unteren Chakren die Energie und die Schwingung langsam nach oben geht während der Bewegung, bis sie bei dem oben in der Stirn ankommt, im Christusbewusstsein. Es ist empfehlenswert, die Übung am Anfang dreimal zu machen und nach jedem Mal einmal ordentlich aus- und wieder einzuatmen und dann erst wieder aus- und nochmal tief einzuatmen, um das nächste zu machen, damit man auch genug Kraft und Ausdauer hat. Am Anfang werdet ihr nicht sehr lange durchhalten können. Je länger ihr das ziehen könnt, je langsamer ihr das machen könnt, je besser ist es. Wer es nicht gut schafft, ein- und auszuatmen, sollte die vollständige Atmung nochmal beachten. Die funktioniert folgendermaßen. Beim Ausatmen zieht ihr zuerst den Bauch ein und dann die Rippen. Beim Einatmen zuerst in den Bauch atmen und zuletzt in den Brustkorb und in die Schulter. So, nach dieser Übung empfehle ich euch, ein Gebet anzuhören oder zu sprechen. Auch innerlich im Stillen kann man das tun und dann auf einen bestimmten Aspekt euch zu konzentrieren oder einfach Innenschau zu halten. Und in Verbindung mit Gott kommt ihr am besten, indem ihr euch bequem hinsetzt. Man kann sich auf einen Stuhl setzen mit langen Beinen oder man kann die Beine auch zum Schneidersitz oder Lotussitz kreuzen, was für die meisten Europäer nicht so empfehlenswert ist, weil sie das nicht ohne Schmerzen hinkriegen. Ihr solltet keine Schmerzen haben. Dann lehnt ihr euch entspannt zurück. Es sollte nicht so sein, dass ihr euch tierisch anstrengt, weil ihr sonst auch die Haltung nicht lange halten könnt. Am besten ist, wenn ihr entspannt dabei seid. Wie gesagt, versucht eben eine gerade Rückenlehne zu haben zunächst, bis ihr die Haltung vielleicht von selbst halten könnt. Das wird aber eine Zeit lang dauern, bis euer Rücken so stark ist. Dazu empfehle ich euch, den Hatha-Yoga zu üben, also den körperlich anstrengenden Yoga, der die Muskeln kräftigt und dafür sorgt, dass man die Haltung besser halten kann. Und dann legt ihr eure Hände mit den Handflächen nach oben, nicht irgendwelche Übungen machen, das sollte man erst wissen, was man tut, sondern einfach nur die Handflächen locker auf die Knie oder die Oberschenkel. Näher am Körper ist eigentlich besser, in so einer empfangenen Haltung.
könnt ihr dann da sitzen. Dann konzentriert ihr euch auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr da euch darauf konzentrieren könnt, dann zeige ich euch kurz, wie das geht. Schaut auf den Zeigefinger, lasst ihn näher kommen, bis ihr an dem Punkt zwischen euren Augenbrauen angekommen seid. Und dann schielt ihr da hoch. Aber es sollte nicht angestrengtes Schielen sein, sondern nur ganz entspannt in die Richtung schauen. Die Augen halb geöffnet oder ganz geschlossen, aber nicht geöffnet. Und dann konzentriert euch auf Gott in euren Gedanken und lasst die Gedanken kommen und gehen, bis sie weniger werden. Lasst euren Atem fließen. Und spürt es einfach in eurem dritten Auge und lasst es einfach fließen, lasst es einfach geschehen. Und ihr werdet sehen. Das war's schon mal für den Anfang. Viel Spaß beim Meditieren. Wellen des Friedens. Wellen des Friedens verbreitend. Wendet euren Geist nach innen, auf die Stelle zwischen den Augenbrauen und richtet ihn auf den uferlosen See des Friedens. Beobachtet, wie der leise, wogende Frieden einen ewigen Kreis um euch bildet. Je intensiver ihr beobachtet, umso deutlicher werdet ihr fühlen, wie die kleinen Wellen des Friedens immer weitere Kreise ziehen. Von den Augenbrauen zur Stirn, von der Stirn zum Herzen und von dort zu jeder Zelle eures Körpers. Jetzt treten die Wasser des Friedens über die Ufer eures Körpers und überfluten das weite Gebiet eures Geistes. Und nun überschwemmt die Friedensflut die Grenzen eures Geistes und bewegt sich in unendlichen Kreisen fort. Meditiert hierüber, versenkt euch darin und fühlt es. You are.